So, hallo zusammen, da sind wir wieder. Wir stehen wie beim Ende der letzten Folge vor dem Kino hier, in dem sich Didis Papa wohl mit irgendjemandem trifft. Und mit wem, das schauen wir uns jetzt gerade gleich an. Vorneweg, ich habe diesen Part schon mal aufgenommen. Nur ist meine Aufnahme abgeschmiert und das hat nicht funktioniert. Hat nichts aufgenommen, darum nochmal. Also ich weiß schon ein bisschen, wie es funktioniert dieses Mal. It's locked. Oh wait! Didn't I just... I told you I was good at fixing things. Wie? Wie? Oh, die Tür ist verschlossen. Weißt du, was ich machen könnte? Ich mach sie auf. Wow. Maybe you could find another way in. Ja, vielleicht. Das... Wie schafft Didi das? Wie hat sie diese Tür aufbekommen? Wie? Warum passen wir hier nicht durch? Okay, nee. Nein, wir passen hier wirklich nicht durch. Okay, aber das hier ist, glaube ich, ein ähnliches Rätsel, wie das in der Bar war. Und auch im Theater, im Ghost Note, wo Didis Mama gesungen hat. Und zwar bietet sich dieser Arm perfekt an, um drauf zu springen. Und das sieht ein bisschen aus wie Charlie Chaplin, so eine komische Version von ihm. Hier haben wir Nosferatu, der auch so schön mit seinem ausgestreckten kleinen Ärmchen dasteht. Packen wir hier neben. Wie gesagt, ich habe den Part schon mal aufgenommen, darum werden die Rätsel jetzt hoffentlich ein bisschen schneller funktionieren. Weil ich die ja alle schon mal gemacht habe. Okay, das sollte, glaube ich, klappen. Gucken wir mal. Zack. Ja, was für eine wunderschöne Treppe. Und runter mit uns. Und dann, genau, hier habe ich ein Sammelobjekt gefunden. Das gucken wir uns. Nein, warum kann ich das nicht öffnen? Warum kann ich meine Sammelobjekte nicht öffnen? Hallo? Dann eben so, Sammelobjekte. Weg mit dir, Mauszeiger. Und zwar war das hier eine Entlassungsurkunde für Johnny A. Fenris, also Didis Papa. Und zwar aufgrund des Vergehens des Scheckbetrugs. Der werte Herr Fenris hat wohl Scheckbetrug begangen. Straftat der Stufe 0. Und dafür 9 Monate Knast gekriegt. Und $800 Bußgeld. Das kann er sich doch nie und nimmer leisten. Strafregister, einfacher Diebstahl. Och, der Rest kann ich nicht lesen. Den Rest. Na gut. Auf jeden Fall war Didis Papa wohl im Knast. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum ihre Mutter ihn rausgeworfen hat. Ach ja, falls ihr euch wundert, die Frame-Anzahl oben links habe ich jetzt eingeblendet, damit ich sehe, dass die Aufnahme auch funktioniert. Weil ich nicht möchte, dass mir das nochmal passiert. Und jetzt können wir hier durch. Und wir werden die perfekte Einbrecherin. Wir sind unsichtbar, keiner kann uns sehen, außer einem kleinen Mädchen, das vielleicht ein bisschen einen Sprung in der Schüssel hat. Und wir können durch Wände gehen. Also... Didi! What are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? Well, that's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. Shh, shh, shh. But... Shh. I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home,
by yourself, okay? But I brought you... Dee Dee, you have to get out of here. I won't tell Mom you snuck out. Okay, go. Das klingt ja ziemlich panisch. Mal gucken, wer jetzt hier zur Tür reinkommt. Hey, Carmine, Silvio! He doesn't have the money to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. We have to show them the movie. You got him? You're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah. Yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend our money on, that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie! Show them the movie! Ja, kleine. Der Projektor. Zack, wieder durch die Wände gehen. Oh, you broke my finger! Ach, oh Gott. Dann legen wir mal den Film ein und gucken uns den fantastischen Vincenzo an. Hey, knock it off, Sal. Check this out. Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta. Just the four of us, huh? Okay, but... He's not asking, Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. Und wieder mal rennt sie weg, ohne auf uns zu warten. Und ich kann euch versichern, dieses Speicherzeichen da unten funktioniert nicht. Erster Akt. Die Probleme von drei kleinen Menschen. Gehe zum Excelsior Hotel. Das sehen wir da hinten schon. Mit diesem riesigen Leuchtschriftzug. Scheint ein ziemlich großes Hotel zu sein. Ja, aber da oben sehen wir auch eine Leuchtkugel. Und die ist mir gerade wichtiger als Tidis Eltern. Nee, natürlich nicht. Aber ein bisschen Zeit wird wohl bleiben. Und wie gesagt, ich kenne die Rätsel schon. Deshalb wundert euch nicht, dass das jetzt dieses... Okay, vielleicht funktioniert es auch nicht schneller als sonst. So, und jetzt geht er durch. Wieder in die Schatten. Und hoch und hoch und drüber. Super, hat doch funktioniert. Und wir haben 6 von 10 Leuchtkugeln eingesammelt. Das ist doch cool. So. Eine Sache wollte ich noch erzählen, das mache ich jetzt gleich, weil wir jetzt ein bisschen laufen müssen und ich nicht ständig unterbrochen werde. Und zwar habe ich mir vorgenommen, das Let's Play ein bisschen regelmäßiger zu bringen. Und zwar habe ich mir gedacht, es wäre cool, so alle 3 Tage ein Part. Also, dass wir feste Let's Play-Tage haben, und zwar Montag und Donnerstag, immer um 18.30 Uhr, wenn alles glatt läuft. Darum fange ich jetzt ein bisschen an vorzuproduzieren. Das ist auch mit der Grund, warum ich so froh war, habe ich relativ früh gemerkt, dass meine Aufnahme abgeschmiert ist. Nicht, dass ich hier jetzt 2 Stunden sitze, vorproduziere und es funktioniert nicht. Das hätte mich dann doch ein bisschen wütend gemacht. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob Montag und Donnerstag okay ist, 2 Parts die Woche, ob ihr damit leben könnt, ob das zu viel ist oder zu wenig. Und schreibt mir auch super gerne in die Kommentare, ob ihr noch weitere Spiele kennt, die ich Let's Playen könnte. Das fände ich cool, weil ich weiß nicht genau, wie lange Contrast hier dauert. She was getting pretty loud in there. See? You meet a guy's wife, now he's got a whole new reason to make good. How come you know so much? Cause my ma used to smack me every time I didn't know. I should try that with my kids. Nö. Nö, solltest du nicht. Man schlägt keine Kinder. Man schlägt überhaupt niemanden. I can't get in! The door is locked! I
Was? Hä? Die letzte verschlossene Tür war... Oh Gott. Aber... Die letzte verschlossene Tür war kein Problem für sie. Die Tür im Kino hat sie geknackt, als würde sie das jeden Tag machen. Und hier plötzlich, oh, ich kann das nicht. Hilf mir, ich löse den Feueralarm aus. Ach, manchmal verstehe ich dieses Mädchen nicht. So, dann packen wir das mal hier rein. Was den ganzen Fahrstuhl quasi zum Einstürzen bringt. Na toll, und jetzt lernen wir nämlich eine neue Fähigkeit. Wir können jetzt endlich klettern. Und an dieser Stelle habe ich gemerkt, dass die Aufnahme abgeschmiert ist. Was aber eigentlich okay war, weil ich dieses Rätsel nicht verstehe. Okay, irgendwas in den Schatten ändert sich jetzt, ne? Aber ich weiß nicht was. Ich sehe das irgendwie nicht. Darum gehen wir mal hier durch. Hier links. Hier kann man in die Schatten. Aber das hilft ja nichts. Oder kann man vielleicht als Schatten auch an Vorsprüngen hochklettern? Auf jeden Fall dieses gelbe Schild, das uns so ausdrücklich darauf hinweist, dass man sich nicht auf das Dach eines Fahrstuhls stellen sollte, lässt mich glauben, dass wir uns auf den Fahrstuhl stellen sollen. Was auch Sinn ergibt, weil wir dann einen Stock höher kommen. Aber die Kabine ist hier so eingegittert, dass wir da nicht hochkommen irgendwie. Und hier unten, das bringt auch nichts, ne? Nee. Lässt sich auch nicht öffnen. Eigentlich dürfte der doch gar nicht mehr fahren. Bei einem Feueralarm? Nee, da darf doch ein Fahrstuhl nicht mehr fahren. Logikfehler. Oh, hier glitzert was. Sammelobjekte. Carmines Schuldnerliste. Johnny Fenris. 20 Riesen. Was? Nee, sogar mehr. Freddy Kerr, der schuldet ihm $1,500. Das ist ja noch okay, aber Johnny schuldet ihm 20 Riesen. Ja, dann muss also dieser Zirkus ein richtiger Riesenhit werden, ne? Sonst wird das nix. Okay, ich probiere es nochmal irgendwie. Ich weiß nicht, ich sehe die Lösung nicht. Ich weiß nicht. Die meisten Rätsel bis jetzt waren ja doch relativ offensichtlich. Nicht super schwer. Aber hier? Ich verstehe es nicht. Echt nicht. Ach, hier kann man noch irgendwas bewegen. Das habe ich nicht gesehen. Was macht das denn? W und S. Was verändert sich da? Ah! Ach, okay. Und damit machen wir dann wahrscheinlich den anderen Kronleuchter. Okay. Dann holen wir jetzt nochmal den Fahrstuhl. Vielleicht ergibt es dann Sinn. Ach, ich habe mich in der vorherigen Aufnahme hier völlig an diesem Fahrstuhl abgemüht und versucht da irgendwas rauszukriegen, aber... Können wir jetzt hier immer noch drehen? Ja. Jetzt muss der, glaube ich, wieder nach oben. So ungefähr. Und der andere. Auch hoch. Ja, lass mal so. Ich bin in die Schattenwelt. Bisschen höher, aber wir können es auch noch ein bisschen höher machen. So ist es ja nicht. Ich möchte es aber auch nicht zu hoch machen, weil ich sonst glaube, dass wir hier nicht mehr... Oh, komm schon, das schaffen wir. Zack. Ja! Ach. Nice. Ah, da bin ich froh. Aber das geht ja noch weiter. Wir müssen nämlich in den 5. Stock hoch. Und...
Ich würde sagen, bevor wir diesen Feueralarm nochmal auslösen oder so, beende ich die Folge hier. Wir sind nämlich schon bei 15 Minuten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst bitte Feedback in den Kommentaren da, auch ob das jetzt endlich mit der Lautstärke einigermaßen okay ist, ob ihr mich gut hört. Und ja, ich freue mich, habt ihr zugeschaut. Lasst doch ein Like da, wenn euch der Part gefallen hat, wenn euch das ganze Spiel gefällt. Ich finde es immer noch super cool. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Montag wieder bei der ersten festen Sendezeit von meinem Contrast Let's Play. Und bis dann, ja, passt auf euch auf. Wie immer, bleibt cool und ciao zusammen.